Sodala, willkommen zu einem neuen Video. Ich bin erkältet, ich bin krank, Virus, aber das kriegen wir auch noch hin. Also, das ist ein Update. Wir haben die 5.0.1.2 Version von Paint.net und heute zeige ich euch, wie ihr das macht mit diesen Bildern aufschneiden. Das allererste ist, ihr müsst da draufklicken, auf Ebenen, damit diese Funktion überhaupt eingeschaltet ist. Okay? Das ist das Allerwichtigste. So. Dann haben wir hier schon mal Übung, und zwar ein Bild von einer wunderschönen palästinischen Frau. Modern. Und ich nehme das Bild einfach per Drag and Drop. Und dann fragt er mich, was möchtest du tun? Und dann sage ich erstens, ich will das Bild öffnen. Okay? So. Jetzt ist diese wunderschöne Frau hier. Aber mir gefällt der Hintergrund nicht. Aber ich will natürlich sie ausschneiden. Aber natürlich ist es ein bisschen mit Haare gemacht. Und die Haare sind natürlich immer schön verdeckt, damit man nicht so viel schneiden muss. Aber der Rest ist halt eben doch, muss man schneiden. Jetzt muss ich natürlich hier eine Kopie machen. Dazu muss ich mit dem Mauszeiger, ich zeige euch das ganz langsam, weil es ein bisschen trotzdem irgendwie schwer zu verstanden war, das alte Video. So, jetzt müsst ihr mit dem Mauszeiger da drauf gehen und einfach draufklicken. That's it. Jetzt ist es wichtig, dass wir hier eine Umbenennung machen. Die Umbenennung von einem Bild bei Paint.net ist, auf diese Drehzange zu klicken. Also Drehwerkzeug. Zange, glaube ich, heißt es. Und klicken drauf, okay. Und dann öffnet sich eben den Eigenschaften. Und da klicken wir einfach auf und machen einfach Warm and Warm. Und okay drauf. Und das machen wir hier nochmal. Klicken wir auf diese Drehzange oder wie man das ausspricht. Bin kein Handwerker, korrigiert mich, schreibt es in die Kommentare rein. Und dann klicken wir Warm and 2. Okay? Und richtig ist, dass wir im Endeffekt da oben, ne, also hier unten, reinschreiben um 1 und um 2, damit wir wissen, ah, okay, das ist schon mal das gleiche Bild. So, jetzt haben wir die Möglichkeit zu schauen, ob wir das mit dem magischen Werkzeug schaffen. Okay? Das heißt, wir klicken auf magisches Werkzeug, haben hier die Möglichkeiten, die Toleranzwerte einzustellen, den zusammenhängenden Globalmodus auszuwählen und so weiter und so fort. Wir versuchen es mal, wir klicken mal da drauf und er markiert uns das Gesicht. Alles gut und schön. Oder er markiert uns immer einzeln. Ne, sind wir so drauf. So, wenn wir uns jetzt den Hintergrund anschauen, dann können wir an dem mal Hintergrund markieren. Wir können sagen, okay, da macht man uns das nicht sauber. Das könnte man jetzt hin und her machen, dass es funktioniert, aber im Endeffekt würde das ewig dauern. So, so jetzt haben wir es ein bisschen größer. Ne? Jetzt sehen wir, so, zack. Zack, zack, zack. So. Und wir müssen da nicht viel wegradieren, sondern radieren einfach nur so drumherum, so hier, so erstmal die groben Stellen. Das ist so das Einfachste. Ich zeige euch am allereinfachsten, wie das geht. So. Und ich nehme dann eine Volltonfarbe, ne? Und ich male hier drüber, auf die Stellen, die sowieso schwer wegzukriegen sind. Das bedeutet im Klartext, ich muss das alles vergrößern. Ich muss das hier ausblenden, damit es mich nicht verwirrt. Dies kann ich später hier einschalten als Ebenenwerkzeug und muss einfach nur drüber malen. Okay? So, und theoretisch gesehen hier, mal nehme ich meine Leertaste und halte die gedrückt und kann jetzt einfach hier drüber malen. Ja. So, jetzt haben wir das soweit markiert. Ne? Das können wir alles schön sehen. Das ist auch hier so top markiert. Und jetzt können wir einfach Folgendes tun. Auch hier wiederum das Gleiche. Wir nehmen das Werkzeug, hauen es rein und ihr seht schon, die schwarze Farbe versucht er zu markieren.
Und um das zu verhindern, kann man einfach die Toleranz einstellen. Ne? Und da seht ihr schon von der Toleranz her, was auch nicht richtig markiert ist und was gut markiert ist. Aber ihr seht schon automatisch, dass das System automatisch leichter es hat. Ne? So, jetzt kann man sagen, macht doch einen globalen Füllungsmodus. Ne? Dann global bedeutet, dass er alles sieht, auch an die anderen Schwarzwerte. Wollen wir aber nicht. So, und dann kann man auch hier sagen, okay, wie sieht das Ganze aus, wenn es Null Toleranz ist? Und wie sieht das in der 27 Toleranz aus? Ne? Sind es zu viel? Ne? Sind 53. Ne? Schauen wir mal, wo es perfekt ist. Bei 32 sieht es gut aus. So, und wenn ich jetzt sozusagen entfernt mache, dann seht ihr schon, sondern sehr sauber entfernen Hintergrund. Diese kleinen hinterbliebenen Ränder, die könnt ihr leicht mit dem Radiergummi so weghauen, ohne irgendetwas. Ne? Aber ihr seht schon, das, ich mache das Bild jetzt nicht zu Ende, ne, weil ich will euch das nur zeigen. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Ich möchte auch ein bisschen euch was überlassen, dass ihr selber ein bisschen mitdenkt und selber auch was macht. Weil wenn der Andi immer alles macht und die Welt rettet, dann überspitzt gesagt, ne? Ich denke, jeder weiß, was ich meine, dann werdet ihr nie was lernen. Welche Farbe wir nehmen, nehmen wir die Farbe. Dann können wir hier sehen, die Farbe kann ich tauschen, dann nehme ich weiß. Dann habe ich hier weiß, ne? Und das war ein bisschen zu krass. Und dann mache ich halt hier weiß. Und die Haare, die kleinen Haare halt, ne? Die sind halt sehr schwer, da jetzt drüber hinwegzuschauen. Ne? Das ist halt eben so eine Sache. Das wird nicht einfach, weil die kleinen Härchen, wenn die wechseln, ist es nicht so wild. Da schaut keiner drauf. Muss jetzt nicht perfekt sein. Ne? Es geht ja nur darum, dass man lernt, Trick 17 anzuwenden, beziehungsweise hier ist Trick 18. Und dass ihr einfach lernt, solche Bilder auszuschneiden. Ne? Hier haben wir jetzt dieses Härchen hier, das könnte man jetzt so hier so lassen. Und dann haben wir das auch schon. Ne? Das ist ganz klein, so ganz feine Sachen, ist sehr schwierig wegzumachen. Es geht ja aber nur um die Übung. Dann hauen wir das raus, hauen wir das raus. Ja. Und dann haben wir unsere Härchen schon weg. Und das Ganze sieht dann halt eben so aus. Das sieht man jetzt ja nicht, wenn man jetzt ganz genau hinschaut, aber wenn man das jetzt nicht macht, da sieht man jetzt nicht den Unterschied. Ne? Das ist ziemlich sauber dafür, dass wir jetzt mit ganz eigenen Werkzeugen arbeiten. Ne? Das Ganze müsst ihr auch hier machen. Ihr schaut ja auch, dass ihr eine weiße Farbe wählt, eventuell weiß, und dann das halt rausschneidet. Wie gesagt, das ist der eine Trick, mit Paint alles zu machen. So, jetzt auch. Ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. So könnt ihr überprüfen, was habt ihr verloren an Details von den kleinen Härchen und schaut es so schlimm aus oder nicht. Und das war's. Leute, das war's. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bis zum nächsten Mal.